Willkommen zurück zu meinem Let's Play Hogwarts Legacy. Ich bin's natürlich wieder, eure Bum36, und wir machen spannend weiter. Ich müsste noch vor dem Büro des Professors stehen, genau. Halt, wo ist mein Controller hin? Na, lass das. Warten, okay. Revelio. Revelio. Accio. Revelio. Okay, es leuchtet einfach nur so, okay. Geld. So, bevor ich mit dir rede, möchte ich noch mal kurz speichern. Professor, schön Sie zu sehen. Sie auch. Merlin sei Dank sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle trugen Rüstungen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber. Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Serona und die Gäste im Drei-Besen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Sir, zu den Kobolden in Gringotts. Apropos Gewölbe. Denken Sie, Renrock arbeitet mit Kobolden aus Gringotts zusammen? Nein, die Kobolde von Gringotts sind zumeist nicht die freundlichsten Wesen, aber sie sind höchst zuverlässig. Nein, nach der Sache mit dem armen Bankier wage ich zu behaupten, dass die Kobolde bei Gringotts keine Anhänger von Renrock sind. Vielleicht nicht alle. Zumindest der, wo gefragt hat, wo wir hinwollen, zu ihm verließ, der gehört bestimmt zum Renrock. Renrock und Rookwood wollen das Medaillon? Sie wollen das Medaillon. Professor, Sie sagten, Sie hätten etwas darin entdeckt. Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt in die verbotene Abteilung und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Gehen wir? Ich weiß, Ihren Enthusiasmus zu schätzen. Und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in einer Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Das auch noch. So viel zum Thema, es geht endlich in der Hauptstory weiter. Revelio.
Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie... Also nach unten. Revelio. Ich habe einen Schlüssel gehört. Wo will der hin? Ich glaube, er ist nach oben geflogen. Revelio. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Ja, da ist er. Geschafft. Ah, da muss ich rein. Ach, sie. Die ältere Dame. Ich glaube, wir haben etwas zu besprechen. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut. Professor Feig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Okay. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja. Aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Zwei Runden gekreuzte Stäbe gewinnen, eine Runde Training im Zauberkombination mit Luke und Bentley durchführen. Aha. So viel zum geheimen. Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Na, offenbar nicht. Sonst würde uns ja die Lehrerin jetzt nicht dorthin schicken. Revelio. Was bist du? Okay. Du bist auch nichts. Gut. Schon wieder ein Schloss. Okay, Peeves ärgert wieder Leute. Stiefele Mittagsschuluniform. Nicht aufhalten, das wollte Rancorous Corp. In eine Falle mich locken, in Revelio. Seine Eindämmungszauber, sie versagten. Ja, in den Sack gehörst du auch. Da ist eine Seite. Lachlan, der Schlachsige. Diese Statue stellt den Zauberer Lachlan der Schlachsige dar. Einen großen, schlanken Zauberer, der sich sehr stolz auf sich scheint. Niemand weiß wofür. Revelio. Okay. Karte von Aglissire. Auf dieser Karte ist Aglissire abgebildet, eine Region in Schottland, zu der die Hybriden gehören, die Heimat des schwarzen Hybridendrachen. Okay, cool. Da scheint noch eine Truhe zu sein.
ist nichts. Nein. Wenn du kurz nach oben gucken, ob da noch was ist. Hey, da ist wieder was zum Betreten. Okay. Muscheln metallisch. Okay. Ah ja. Revelio. Cooler Frosch eigentlich. Aber eigentlich ziemlich eklig, wenn man bedenkt. Da ist eine Seite. Barifo-Porträt. Auf diesem Porträt ist der Zauberer von Barifo abgebildet, der durch sein Gehirnelixier berühmt wurde und als Beispiel dafür dient, was passiert, wenn Beschwörungen falsch ausgesprochen werden. Einmal hat er statt einem F ein S ausgesprochen und fand sich auf dem Boden wieder, mit einem Büffel auf dem Brustkorb. Tja, Glück laufen. Revelio. Hier ist noch eine Truhe. Mit schlechterer Ausrüstung darin. Lehrerturm. Gang von Honigtopf. Hinter der Statue einer einäugigen Hexe verbirgt sich ein Geheimgang von Hogwarts zum Keller von Honigtopf. Er kann nur mit einem besonderen Zauber geöffnet werden. Mit einem besonderen Zauber. Revelio. Hab ich da einen Schlüssel gesehen? Nein, aber eine Seite. Oh, man kann hier so viele erkunden. Revelio. Was haben Sie jetzt vor? Wieder Flammen. Oh, wieder so ein Rätsel. Man könnte jetzt einfach mal irgendwas einstellen. Und schauen, wo Teil 2 ist. Ist ja meistens nicht weit weg. Okay, wir haben uns irgendwelche Bohnen reingepfiffen. Aha. Hauselfen-Rezeptbuch. Eine Sammlung von Lieblingsrezepten der Schüler von Hogwarts über die Jahrhunderte. Einige Gerichte wie eingelegten Lenkpflaumen sind sicher gewöhnungsbedürftig. Die Sammlung soll einige von Hufflepuffs Eigenkreationen enthalten. Okay. Wieder eine Ausrüstung. Revelio. Oi. Birnenporträt. Wenn man die Birne auf dieser stillen Ebene einer Obstschale kitzelt, kichert sie und verwandelt sich in einen Türknauf, den den Zugang zu den Küchen von Hogwarts freigibt. Ja, so kommt man in die Küche. Was zum... Das ist schon wieder eine Seite. Hufflepuff-Fässer. Um den Gemeinschaftsraum vom Hufflepuff zu betreten, muss man an das richtige Fass klopfen. Zweites von unten. Mitte des Stapels im Rhythmus von Helga Hufflepuff. Ein falscher Klopfer endet mit Zutrittsverbot und einer Essigdusche. Okay. Au. Revelio. Du solltest schon mal über das Fach sagen. Das heißt, hier ist dann nichts mehr für uns. Oh, piefst schon wieder.
Okay, also unten war das mit den Dinger also nichts. Da muss es in der Nähe Hallo, sein. Wie schön, Sie zu sehen. Vielleicht da oben? Yeah. Revelio. Nicht wirklich, aber eine, ist eine Handbuchseite. Der Hogwarts-Architekt. Der Hogwarts-Architekt hier umgeben von den vier Hausmaskotten. Kottchen. Entwarf und überwachte den Bau von Schloss Hogwarts gemeinsam mit den Gründern Rowena Ravenclaw, der die Gestaltung die sich ständig veränderten Grundrisse zugeschrieben wird. Okay. Ja, hier ist es. Das Einhorn könnte ja sogar mal richtig sein. Nein. 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 Okay, also das Einhorn stimmt schon mal nicht. Wieder mal auf Abenteuertour? Diese Flohflammen, dass die immer reden müssen. Das nervt. Nein. 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 Ich habe das noch nicht ganz verstanden, wie das funktionieren soll. Aber man kann das ja mit rumprobieren versuchen. Ah, es war also dieser komische Krebs da und der komische Typ da. Glitzernder Keltenschal. Truhe. Sammlung aktualisiert Bäume. Bäume, okay. Revelio. Revelio. Gibt's hier auch dann einen Schlüssel in der Nähe irgendwo? Ich glaube, ich habe einen gehört. Ich glaube, der ist unter mir, kann es sein? Den höre ich irgendwo unten und der fliegt dann hoch, oder? Okay, so tief unten ist er dann anscheinend doch nicht. Aber man kann ihn hören. Frage ist bloß, wo hört man ihn? Revelio. Also am Dings ist er nicht. Einfach hier eins, zwei da oben. Revelio. Nein. Ich habe mir doch sicher, ich habe ihn gehört. Hm.
Probier's so. Revelio. Ich höre ihn aber auch nicht mehr. Wie weit oben ist dieser Schlüssel? Aha. Ganz oben, offenbar. Das muss ich kurz überlegen. Du bist doch von hier, ja. Rein da. Eine weitere Hausmarke für uns. Revelio. Das dachte ich mir schon, dass du eine Handzeit hast. Stundengläser mit Hauspunkten. Diese großen verzierten Stundengläser, die Rubine, Diamanten, Saphire und Smaragde enthalten, sind so verzaubert, dass sie stets die jeweiligen Hauspunkte für Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin anzeigen. Was, noch ein Schlüssel? Nach unten geht, oder was? Revelio. Hogwarts Wappen. Das Wappen von Hogwarts zeigt einen Löwen, eine Schlange, einen Adler und einen Dachs. Die Tiere stehen jeweils für eines der vier Häuser, sowie das Schulmotto Draco Domines Nunquante Tindalus, was so viel bedeutet wie Kitzel niemals einen schlafenden Drachen. Ah ja. Da. Aber ich habe doch den Schlüssel doch schon gehört. Ist er nicht mitgekommen? Accio. Levioso. Reparo. Lumos. Hä? Ob er jetzt da unten ist? Ja, scheint so. Ja. Da rein gehörst du. Ich frage mich, wie viele wir schon haben. Probier's so. Wir wollen ja immer noch zu diesem Duellierclub. Was ist hier eigentlich? Uiuiui, dieses Schloss ist so riesig. Es gibt so viel zum Anschauen. Revelio. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Aha. Levioso. Accio. Reparo. Nee, dafür ist es anscheinend nicht da. Vielleicht fehlt da Incendio. Oh. Also das hat sich gleich zu mir gedreht.
Vielleicht in der richtigen Reihenfolge? Auch nicht. Was? Ich glaube, er fehlt wirklich Incendio. Na gut. Revelio. Würde aber interessieren, ob hier unten noch was ist. Flohflammen. Das ist, glaube ich, die Haupthalle wieder. Gut, dann gehen wir nach oben. Wo sind denn jetzt diese gekreuzten Stäbe? Revelio! Da ist wieder so ein Schrank. Okay, wo ist der Schlüssel dazu? Vielleicht hier oben? Ich höre ihn nicht. Toll, jetzt höre ich ihn nicht, weil ich so gerade was anderes gefunden habe. Da ist er. Akio. Schon dahin geflogen ist, wo er hin soll. Revelio. So, wo war das jetzt nochmal? Da unten. Ja, er ist schon da. Hallöchen. Nein. Klasse. Rein mit dir. Revelio. Ich möchte kurz schauen, ob an dem Brunnen wieder eine Notiz ist. Nein, aber dafür Flohflammen. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Oh, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ja, ich weiß. Das erzählen die viel zu oft. Es war halt umständlich, so. Revelio. So, gehen wir wieder hier durch. Dann gehen wir hier durch. Sind wir jetzt bald mal da? Schön, dass du da bist. Lucan ist da drüben. Levioso. Gib mir erstmal die Seite. Revelio. Was
drüben scheint noch eine Truhe zu sein. Ein Mega-Power-Trank. Levioso. Revelio. Accio. Was auch immer das wieder sein soll. Oh, da ist eine Truhe. Deine Ausrüstungsplätze sind voll. Bitte was? Das ist besser denn in der Verteidigung. Das gefällt mir bloß nicht so. Meine Ausrüstungsdinger sind voll. Protego. Nein, kann ich irgendwas... Ich müsste sie verkaufen, ne? Okay, dann machen wir jetzt mal die Bierkämpfe hier. Sebastian meint, ich soll mit dir über einen Club sprechen. Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Ich habe ihn nur einen Dämpfer verpasst. Ich habe wohl ein Händchen fürs Duellieren. Dann bist du hier richtig. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Ich trete deinem Club bei. Ja, Duelle sind ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Ja, klar. Lass mich antreten. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Okay. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Nein. Durchbrich gelbe Schilde mit Kontrollzaubern wie dem Leviationszauber Levioso. Zielanalysierung erlaubt es dir, Gegner oder Zielen zu verfolgen. Nutze R, um dein Ziel während des Anvisierens zu wechseln. Confringo! Nur nicht zurück, Schatio! Die Findung!
Leviosa! Descendo. Schade, dass nicht mehr Leute zusehen können. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse, ich bin dabei. Sehr gut. Das zweite Duell kann losgehen, sobald du bereit bist. Als vollständig eingeweihtes Mitglied hast du nun Zugang zur offiziellen Übungspuppe der gekreuzten Stäbe. Yay. Damit kannst du gut Zauberkombinationen meistern. Komm deswegen einfach zu mir. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Ich hoffe, du kommst wieder. Hallo, Lugan. Kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Ja. Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Ach, hier. Gut so. Ausgezeichnet. Levioso. Akio. Sehr gut gemacht. Genug geübt, würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Danke, Lucan. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du eine furchterregende Gegnerin. Auftrag aktualisiert. Ja, aber mir fehlt jetzt noch ein Duell, ne? Ja. Hallo, Lucan. Steht die nächste Runde der gekreuzten Stäbe schon? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und? Nächste Runde? Bereit für eine weitere Runde. Los geht's. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Okay, wir nehmen Sebastian. Ja, Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Bereit für dein Ende? Ja. Verzeihung im Voraus. Durchbrich violette Schilde mit Kraftzaubern mit dem Aufrufzauber Akio. Okay. Levioso! Protego! Akio! Confringo! Levioso! Das war's mit meiner Bitte. Protego! Levioso! Nur nicht zurückschrecken! Confringo! Levioso! Paro! Levioso! Protego! Levioso! Contingo! Levioso! Contingo! Protego! Levioso! Descendo! Besiegt, natürlich. Gut, dass ich nicht auf dich gesetzt habe. Noch eine Runde? Ja, wir versuchen es noch einmal. Ich probiere es noch mal. Freut mich zu hören. Reparo. Confringo. Protego. Accio. Levioso. Confringo! Levioso! Lumos! Accio!
Protego! Findo! Jonas! Confringo! Levioso! Protego! Levioso! Levioso! Reparo! Confringo! Was mache ich denn jetzt die ganze Zeit falsch? Vor allem, ich kann diesen blöden Trank nicht nehmen. Willst du noch eine Runde? Ja. Ich probier's nochmal. Freut mich zu hören. Akio. Levioso. Confringo. Akio. Descendo. Levioso. Levioso! Confringo! Hammerstab! Lumos! Reparo! Levioso! Sieht aus! Oh. Das war's mit meiner Wette! Descendo! Levioso! Stupa! Levioso! Verdammt nochmal! Stell mich gerade echt dumm Willst an. Willst du noch eine Runde? Ja. Ich probier's nochmal. Freut mich zu hören. Akio! Protego! Stupa! Confringo! Levioso! Stupo! Levioso! Was soll ich hier oben? Findo! Confringo! Akio! Levioso! Stupo! Das kannst du doch besser! Levioso! Potato! Stupor! Stupor! Levioso! Na also. So könnte ich mich nie duellieren. Bravo! Ich habe alles gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Aufgabe erledigt. Gut, ich würde sagen, wir reisen jetzt erstmal. Denn wir haben ja ein volles Ausrüstungsinventar. Hogsmeade. Aber kann ich da nicht irgendwo hin? Wir wollen nämlich kurz ins nach Hogsmeade, um was zu verkaufen, weil wir sind voll. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Dein Ernst. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Und so wie es aussieht, muss ich wohl hinrennen. Das hat schon bessere Tage erlebt.
Avelio. Da ist ein Sack. No, ich gehe ja schon verkaufen. Renn! Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Total. So, und ich möchte gerne dahin. Ich werde jetzt sämtlich Müll, den ich nicht brauche, verkaufen. Oh, hallo. Und wie wollen Sie heute gerne aussehen? Hallo? Oh, nur hereinspaziert. Willkommen in Madame Snellings Lockenporium. Ich muss mich sicher nicht erst vorstellen. Früher nannten sie mich Snelly. Oh, Snelly, warum machst du nicht die Ausbildung zum Auror? Aber denen habe ich's gezeigt. Die verstauben im Ministerium und ich bin hier erfolgreich. Sehr erfolgreich. Aber sehen Sie sich an. Sehen Sie sich an. Ich verstehe, warum Sie zu mir gekommen sind. Auf der Suche nach Veränderung? Nein. Ich weiß nicht, was Sie meinen, aber ich fühle mich wohl, wie ich bin. Manche wollen diesen ausgezehrter Muggel auf der Schwelle des Todes, Tim. Aber Gifte werden Sie hier keine finden. Wer braucht Chlorkalk oder Ammoniak, wenn es Magie gibt? Überlegen Sie eine Weile, wie Sie aussehen wollen. Ändern Sie auch Ihre Frisur, wenn Sie möchten. Könnte ich mir Ihre Dienste ansehen? Welche Dienste bieten Sie an? Was würde Sie denn interessieren? Ach Gott. Sie dürfen jederzeit wiederkommen. Revelio. Ja, das ist schön, dass bei ihr eine Truhe drin steht, wenn ich aber voll bin. Wo kann ich dann hin? Vielleicht hier? Ah, guten Tag. Kommen Sie rein und sehen Sie sich um. Wenn Sie Schokofrösche gegessen haben, fassen Sie bitte nichts an. Okay. Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Ich werde erstmal alles verkaufen. Falls ich es nicht erwähnt habe, schön mit Ihnen Geschäfte zu machen.
Kobalt, lässiges, elegantes. Komm. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das ist Besenknechts Versprechen. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Revelio. Protego. Na? Das sieht echt nicht schlecht aus. Inventar. 5 Hausmarken. Sammlungen. Ach, die Zauberstäbe wieder. Eine Sammlung da. Immer noch was. Ja. So, jetzt haben wir auch wieder Platz hier. Revelio. So, jetzt markiere ich mir nochmal die Schneiderin mit der Frisur. Revelio. Nicht schüchtern. Schwarze Nietenhandschuhe. Das war nichts, meine Gesundheit erhöht, finde ich echt uncool. So. Ich habe es gesagt. Aufträge. Das sind wahrscheinlich wieder diese Aussehen da. So, ich würde sagen, wir rufen jetzt die Karte auf. Weil auch mal verkaufen wollen wir jetzt nicht, oder? Karte von Hogwarts. Ja. Thank you.
zurück nach Hogwarts. Wieder mal auf Abenteuertour? Ganz bestimmt. Nein, da will ich nicht hin. Ich will zu meinen Aufträgen. Das ist eine Truhe. Duellierhandschuhe der dunklen Künste. Aha. Aber auch schwächer als das, was ich anhabe, als wieder was zum Verkaufen. Nämlich das meiste hier. Kann man diesen Ausrüstungsbeutel nicht irgendwie erweitern? Auf unendlich wäre cool. Aber sonst würden wir ja kein Geld verdienen. Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte sie unterbringen und dass sie erfolgreich in ihren Bemühungen waren. Ja, war ich. Aber ich würde sagen, wir machen hier spannend weiter im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao.